Also schön, liebe Zuschauer, direkt nach der Länderspielpause sind wir natürlich wieder da mit dem Auswärtsspiel in Wolfsburg. So, wir haben keinen Verletzten, Akkumach braucht noch 7 Tage, bis er wieder komplett drin ist, dem hier ist es schon. Hier und da müssen wir noch ein paar Spieler schon. Und eine erfreuliche Nachricht, und zwar Yuri Antonio hat sein erstes Länderspiel gemacht für Brasilien. Jetzt hat er direkt sogar schon 2. Also auf jeden Fall eine sehr erfreuliche Nachricht. Hamza, der sehr gut drauf ist, wie man sehen kann. 6 Tore in 8 Partien. Collins für Aiden. Für Nuno Mendes, Abdul Seydou. Ach, der kann ja sogar im zentralen Mittelfeld spielen. Der hat er ja vor ein paar Partien aus Versehen im ZM gespielt. Und hat sie auch ganz gut gemacht. Jetzt weiß man auch, warum unter anderem. Gut, dann können wir jetzt auf nach Wolfsburg die Wölfe besiegen, ne? So, dann wollen wir mal 4 Wechsel. Let's go. Sollte mal locker für uns entscheiden, genau. Schon überheblich sein, aber am Ende schaffen wir es ja trotzdem immer, die gute Leistung zu zeigen, die wir brauchen. Der Yuri. Vielleicht mit neuem Selbstvertrauen startet er jetzt richtig durch. Esposito geblockt. Und direkt die nächste Chance. Aber sowas von direkt. Dietrich, allein aufs Tor und der Keeper macht nichts. Meine Güte, ne? Das war sehr schlecht verteidigt, muss man einfach sagen. Der ist aber auch super schnell, ne? Aber trotzdem darf das keine Entschuldigung sein, weil unsere Abwehrspieler sind ja auch nicht viel langsamer. Schon noch rausgespielt auf Abdul Seydou. Toller Ball auf Yuri Antonio, 1-1. Was für ein Zuckerpass von Olaf Wirk. Also den Ball muss man erstmal so spielen. Perfekt.
Da geht natürlich noch mehr. Meint es? Ja, ich will das ja komplett durchspielen. Bis ein neuer Film rauskommt. Ja, ja. Habe es ja bislang immer so gemacht. Ja, ich glaube 3 Stück. Kann ich ja gleich zeigen. Sehr gut von Esposito. Und den macht er direkt rein. Super. Sehr gut. Also einmal hier Willy Hansen. 18 Jahre alt. Natürlich super, ne? Ich habe einen neuen Spieler gesucht für Felix Passack, der auch schon 29 ist. Habs Gold für 44 Millionen von RB Salzburg. Die anderen zeige ich dann gleich. Wir sind Erster, weil Berlin noch nicht führt. Noch. Aber natürlich noch genug Zeit. Dann haben wir hier noch Juri Antonio im zentralen Mittelfeld, den ich als Box-to-Box-Spieler benutze. Anstelle von Bellingham, den ich verkauft habe. Für 46,5 Millionen gekauft. Und dann haben wir noch jemanden geholt, aber der ist, glaube ich, hier nicht zu sehen. Doch, Jesus Ross, Innenverteidiger. Hab ihn geholt und dafür Guardiol verkauft. Ja, Fieber hat man häufiger als Sam. Ist ja meistens so eine Nacht, wo man Fieber hat. Alles gut, Tessi. Ja, der ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der beste Spieler, aber auf jeden Fall einen, den ich jetzt so als Typen ganz nett finde. Bei mir ist er ja auch nicht mehr. Also wird man ihn bei mir jetzt auch etwas seltener hören. Ich habe keine Ahnung, Sam. Meistens hilft immer, Schmerztabletten zu nehmen, also beziehungsweise Paracetamol, Ibuprofen. Und immer schön dick einpacken. Also ja, gut. Wärmeflasche hilft, klar. Man muss das ja immer komplett... Man muss das ja immer ausschwitzen. Immer wenn ich Fieber habe, nehme ich mir 2, 3 Decken, pack mich komplett ein. Am besten noch mit einem Pulli-Schal und dann schwitzt du alles raus. Dr. Dento ist er. Dr. Dento und Dr. Sommer Dento. Dr. of Love. Say du. Schöner Treffer, den schaue ich mir gerne nochmal an. Der war lecker. Moment, ich habe 3-mal gewechselt. Warum? Ach, hier wird gar nicht das angezeigt, dass man gewechselt hat. Also Eis essen kann ich jetzt nur, wenn man zum Beispiel Angina hat, also allgemein irgendwas am Hals. Aber bei Fieber ist mir neu. Aber sogar nach einer Impfung ist ja meistens, man muss es dann ja ausschwitzen, also rausschwitzen. Es ist sogar bewiesen, dass wenn man Eis isst, erhöht man sogar die Körpertemperatur. Das ist dann so eine Reaktion vom Körper. Genauso ist es andersrum. Wenn man zum Beispiel was Scharfes isst, sinkt die Körpertemperatur, weil man schwitzt das aus. Deswegen ist es sogar ein Tipp, dass man im Sommer etwas Scharfes essen. Auch wenn das komisch klingt. Aber das hilft.
Also eigentlich testet sie es genau andersrum, so wie du es sagst. Das sagen auch die Ärzte meistens immer. Man muss es immer genau andersrum machen. Bei Fieber immer schwitzen, schwitzen. Deswegen kriegt man ja häufig auch Ibuprofen und so weiter, weil das erhöht meistens den Schweiß, wenn man jetzt Fieber hat. Ja, ich habe immer komplett alles eingewickelt, was geht. Collins! 4-1. Wir müssen ja auch die Tordifferenz schon aufbessern, ne? Das macht Berlin, die sind immer noch hier am Rumgurken in Freiburg. Nur noch ein paar Minütchen und er sieht gut aus. Also ist mir doch egal, wie spät es ist für Eis. Jetzt nur rein, was das angeht. Eins gewonnen. Ja, ja, Wärme hilft immer. Jetzt Liverpool. Also, du hattest ja schon mehrmals wahrscheinlich im Leben Fieber, ne? Wird doch nichts Neues sein. Schön zu sehen immer wieder, wie gut Collins geworden ist, ne? Schon schlecht. So, jetzt das Auswärtsspiel in Liverpool. Die beiden Mannschaften treffen aufeinander, die einfach die Gruppengegner zerballert haben. Ich habe jetzt, glaube ich, 15 Tore nach zwei Gruppenspielen. Liverpool 11. Wenn es beim 8-0 geblieben ist gegen Slavia Prag. Am Ende wird es ein langweiliges 0-0, ich sag's euch. Das wäre so typisch, ne? Er kann Alto. Moment, Moment. Ist das der, den ich einfach aus Spaß kaufen wollte und die wollten den nicht mal abgeben für 160 Millionen und jetzt geben die einen ab für 84? Meint ihr das ernst? Meint ihr das ernst? Wirklich? What? Good night, Sam, und gute Besserung. So, jetzt nehmen wir natürlich die beste Aufstellung, die wir haben. So, let's go. Mazedonia. Oh, ich glaube, es gibt gar nicht so viele gute, ne? Mir fällt immer direkt Goran Pandev ein. Klar, den einen, wie heißt er nochmal, der bei Fenerbahce gespielt hat, jetzt in Italien. Elif Elmas, ne? Ja, der dürfte jetzt auch nicht mehr so der Jüngste sein. Wie kommt es denn auf Mazedonia? Bist du selbst Mazedonia? Oder eher gesagt Nordmazedonier, Nico. Hey, warum kriegen wir so viele Gegentore? Zlatko? Nee, Zlatko. Team ist halb, okay. Oh, cool.
Bully Kompakt hat mich geradet mit 2 Leuten. Ich sage vielen, vielen Dank, Bully. Vielen, vielen Dank. Ich ziehe den Hut vor dir und sage Dankeschön nochmals. Zum 100. Mal. Ach so, der Zlatko. Ja, das Ding kenne ich ganz gut. Einen wunderschönen guten Abend an Bully Kompakt und den 2 Leuten, die rübergewertet sind. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Aber gesehen, dass ihr auch Football Manager gestreamt habt. Ihr seht gerade hier nicht unbedingt eine gute Leistung, was das Ergebnis angeht. Aber wir haben noch genug Zeit. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, wenn ihr das hier seht. Wir sind gut, wirklich. Auch wenn es nicht so aussieht. Ach, 2 Schüsse, 2 Tore, ne? Moin, moin. Aber Zlatko denke ich eher so an die anderen Länder im Balkan. Ich hätte gedacht, Serbien, Kroatien. Aber kann natürlich sein, klar. So, wir kommen so langsam. Kommen so langsam. Mehr Ballbesitz, genauso viele Schüsse, aber ja, Liverpool. Mal diesen Schuss wegnehmen, 2 aufs Tor geschossen, 2 Tore. Direkt zu Beginn, das war natürlich nicht ganz so gut. Die machen schon ganz gut. Wir lassen. Also, die lassen relativ wenig zu. Boah, was für ein Einwurf. Kann doch nicht sein. Kann auch Tore herschenken. Gegen so einen Gegner solche Einwürfe, also bitte. Bisschen wacher werden, Leute, ja? Ui, da sind aber viele gelbe Karten, ne? Audrey, dann haben wir. Genau, Erling nach rechts. Und ich bin schon, würde schon gern noch einen gelb vorbelasteten runternehmen. Nehmen wir mal Juri Demir für Jesus Ross. Juri Antonio. Ja, hast recht. Tessi, hab grad gegoogelt. Zlatko ist wirklich Nordmazedonier. Zlatko Tripkowski. Wir haben ja so eine teilweise ähnliche Nachnamen wie Polen. Also dieses Ski am Ende. Die kennt man immer ganz gut. Wir haben immer so eine Mischung aus polnischem und mazedonischem Nachnamen. Oder balkanartigen Nachnamen. Super Ball auf Esposito, der muss jetzt rein. Weltklasse verteidigt. Leider. Komm, wir können auch ein bisschen mehr Risiko gehen, ne? Aufs 2-1 gehen. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Dann haben wir die Partie halt verloren, aber es gibt dann noch das Spiel bei uns zu Hause. Da können wir mit einem Sieg hoffentlich auch dann wieder den ersten Rang zurückerobern. Guter Ball auf Erling. Erling, Erling. Wir werden immer besser. Auch im letzten Drittel, aber. Es reicht noch nicht unbedingt für ein Tor. Henny! Nee! Nee, nee, nee! Och, kommt, Leute. Das ist auch schon gemacht von Remy, dann trifft er die Latte.
Dennis. Den ballert er aber rein. 20 Minuten noch. Würde ein Trainer machen. Weiter. Sehr gut, sehr gut. Auch wenn wir verlieren sollten, aber das wäre halt gut für die Partie zu Hause, wie gesagt. Ne? Dann würde sogar schon 1-0 reichen, um wieder Erster zu sein in der Tabelle. Aber natürlich will ich auch vor allen Dingen wegen der Vereinsrangliste hier zumindest ein Pünktchen holen. Ich spiele jetzt etwas offensiver, heißt mehr Platz für Liverpool. Und diesen Platz haben wir auch direkt gefunden durch Lautaro. Ich denke mal Lautaro Martinez. Auch ein super Stürmer, der aus Argentinien. Ein geiler Eckball. Oh. Also der war wirklich perfekt geschossen. Getreten, eher gesagt. Respekt. Alkmaar gegen Slavia. Unentschieden, also die werden auf jeden Fall Dritter oder Vierter. Ich muss einfach sagen, Liverpool und wir sind etwas zu stark für die beiden. Ein bisschen. Ich habe ein bisschen offensiver gespielt. Dadurch war jetzt ein bisschen mehr Platz. Liverpool kam mal wieder zum Zuge und dann steht es jetzt 3-1. Schade. Ich muss sagen, ich bin trotzdem einigermaßen zufrieden mit der Partie. Wir hatten mehr Ball, das ist eine gute Passquote. Hatten eine gute Phase. Jetzt natürlich, wie gesagt, kriegt Liverpool mehr Platz, aber bin zufrieden. Mutter Teresa. Ja gut, wenn man jetzt Fußballer wegnimmt. Ich wusste gar nicht, dass Mutter Teresa Mazedonierin war. Aber jetzt so, wenn ich daran denke, kenne ich auch sonst niemanden. Also mir fällt zumindest niemand ein. Wo ich weiß, dass es in Mazedonien ist. Man ist ja auch ein kleines Land. Moin Bundestank und Bocki auch wieder da. Hallöchen, Leute. Hallöchen. Ach, schade, leider 3-1 verloren, ne? Wir sind aber wirklich defensiv gerade nicht mehr so gut.